Willkommen im Reich der Aquaristik. Wir machen heute weiter mit unserem Neo-Carolina-Becken, wo wir ganz besondere Steine zur Gestaltung herannehmen. Und da werden wir heute weitermachen. Aber zunächst mal entferne ich das Blatt hier so an die Seite, denn das stört ein bisschen. Da müssen wir uns auch was überlegen. Können wir uns etwas überlegen bei diesen Blättern, das sind jetzt Eichenblätter, zum Beispiel, dass wir sie kleiner bekommen und trotzdem schick aussehen. Da machen wir uns mal Gedanken gemeinsam, wie wir das hinbekommen können. Vielleicht könnte man sie einfach einweichen und dann ja zurechtschneiden oder ausstanzen in Kleinformat, dann so auf 2-3 cm. Wäre eine tolle Sache, wenn wir das hinbekommen. Aber darum geht es heute nicht. Heute geht es um einen dieser Steine und viele andere Steine, die wir heute zur Gestaltung in unserem Neo-Carolina-Becken heranziehen werden. Ich erzähle euch gleich auch, wie ich die Steine gereinigt habe, wo ich sie her habe. Das verrate ich euch allerdings nicht. Gleich geht es los. Ich wollte jetzt nochmal die Steine gezeigt haben. Ich habe es jetzt rausgeholt. Der ist besonders hübsch, muss ich sagen. Richtig krass cool. Aber ich bin mir nicht so ganz schlüssig, wie ich die anordne. Ist immer so. Ich meine, die beiden passen ganz gut zusammen. Das sieht richtig klasse aus. Aber okay, das wird sich in dem Sinne dann zeigen, wenn die Steine reinkommen. Das sind übrigens Kalksteine mit diesem Kristallenquarz. Also richtig interessant, muss ich sagen. Hier sind auch Eiseneinschlüsse drin. Inwieweit das die Wasserwerte beeinflussen wird, müssen wir sehen im Laufe der Zeit. Auf jeden Fall, das ist schon mal richtig hübsch. Ich werde die Tage nochmal auf die Suche gehen. Das waren mehr so, ja, gefällt mir Steine, haben wir einfach mal mitgenommen, ne, aus so einem Riesenhaufen. Aber ich muss sagen, da sind schon tolle Sachen bei uns. Das ist schon richtig toll. Ja, okay, das kurz am Rand. Hier sind auch welche, die sind fast komplett weiß in dem Sinne. Ja, das ist schon hübsch. So, hier läuft gerade ein neues Experiment. Dazu erzähle ich aber noch nichts. Auf jeden Fall ist das eine spannende Geschichte. Auch, wie viele andere Sachen auch. Aber okay, ich würde sagen, wir gehen jetzt nochmal zum Becken, zum Aquarium, zu den Neo-Carolinern und werden erstmal so ein paar Sachen vorbereiten. So wunderschön diese Pflanze ist, das ist übrigens unsere Echinodorus Hardy Red Pearl. Und dazu nochmal ganz kurz gesagt, du kannst die Blätter ruhig zurückschneiden, die Tiere sterben nicht dann. Weil das war auch so ein Mythos, der mal gesagt wurde, wenn man die Echinodorus zurückschneidet, dann vergiftet das Wasser und die Tiere gehen kaputt. Nein, dem ist nicht so gegeben. Die wächst wunderbar hier drin, muss ich sagen, trotz ja sehr minimalistischer Düngung, also man könnte fast sagen, keine Düngung, fast, aber ein bisschen gibt es zwischendurch mal, allerdings nur Mikronährstoffe, also keine Hauptnährstoffe, denn die Hauptnährstoffe produzieren ja unsere Tiere. Der einzige Nachteil ist jetzt bei der Pflanze, dass sie so wunderbar wächst, ja, dass sie einfach zu groß wird hier in dem Aquarium. Das passt natürlich optisch jetzt nicht zur Gestaltung in dem Sinne, aber ich möchte sie jetzt auch nicht rauswerfen hier, weil sie sich eben so schön etabliert hat und von daher belassen wir sie erstmal drin und werden sie halt immer wieder mal zurückschneiden. Das sammle ich gleich raus. Ich weiß, ob du erkennen kannst, aber hier mittig ist tatsächlich schon wieder eine Blütenknospe. Das heißt, sie blüht jetzt schon zum zweiten Mal tatsächlich. So, ich habe mal so ein bisschen Angst, wenn ich hier drin rumschneide. Nicht, dass ich mir die Blätter abschneide, sondern dass ich mal ein Tier halbiere. Ja, ist so, ne? Das sind so Sachen, wo man sich mal Gedanken drüber macht. Aber das sind auch Erfahrungswerte, denke ich mal, die man einfach mitnehmen muss. Ob das denn passieren kann. Aber in der Regel hüpfen die ja sofort weg, wenn irgendwas ist. So, ich glaube, das reicht schon fast. Noch nicht ganz. Hier hinten würde ich gerne noch ein Blatt wegnehmen. So. Guck mal, dann sieht das doch schon wieder ein bisschen ansprechender aus, würde ich sagen. Hier, das nehmen wir auch noch weg hier. Ja, ist so, ne? Und so schön ist auch doch, jetzt sieht es wieder gut aus, ne? Auch das eine Blatt nehmen wir noch weg hier, was nach vorne guckt. So, dann, okay. Ja, ist schade, ich weiß, aber es ist nun mal eine Sache, die man jetzt machen muss, wenn man ja das Becken auch frei haben möchte, dass also Schwimmraum da ist und ja, die Tiere so ein bisschen was hier mehr an Platz haben. So, ich hole das jetzt raus hier. Übrigens auch hier nochmal ganz wichtig gesagt, Hände waschen bitte richtig mit Bürste, auch die Oberarme richtig schön sauber machen. Das ist ganz, ganz wichtig. Insbesondere dann, wenn du vorher irgendwelche andere Arbeiten gemacht hast mit Öl oder Fett oder Chemikalien und hast du nicht gesehen. Denn ansonsten 1, 2, 3 hast du keine Tiere mehr drin. Das geht nämlich ganz flott tatsächlich bei den Garnelen. Da sind die ein bisschen empfindlich, was das angeht. Das sollte man einfach wissen. Ich weiß, du weißt das schon, aber es gibt Menschen, die wissen das noch nicht. Und was hier auf dem Zettel steht, ist auch ganz wichtig. Und zwar Licht.
wie wichtig ist Licht tatsächlich im Aquarium. Da werden wir die nächsten Tage nicht unbedingt, aber vielleicht in den nächsten Wochen nochmal genauer drauf eingehen, denn da gibt es ganz wichtige Fakten, die wir mittlerweile ermittelt haben, die ich euch dann auch wieder oder mitgeben möchte in dem Sinne. Das ist nämlich ganz wichtig. Mal gucken, was ich jetzt so von den Cladiphora nochmal hier so abzuppeln kann. Was wir so kriegen, nehmen wir einfach mit. Wobei die jetzt hier drin also nicht mehr wirklich wachsen. Also sind zwar noch da vom letzten Mal, aber da hat sich also nicht wirklich irgendwie viel entwickelt oder so. Das ist auch mal ganz schön. Gehen wir bitte an die Seite, dass wir das so mitnehmen können. Aber wie gesagt, das ist mir jetzt nicht ganz so wichtig. Wenn man die Cladiphora hat, anfangs vermehren die sich explosionsartig. Und im Laufe der Zeit, da schwamm gerade was durchs Becken, im Laufe der Zeit reduziert sich das von ganz alleine. Allerdings sollte man die Masse dann rausholen. Ne? Das ist ganz klar. Erstmal kräftig wachsen lassen, richtig wachsen lassen. Und wenn es dann wirklich Ulle aussieht, also nur noch Cladophora drin, dann zupft die einfach ab, raus damit und dann reguliert sich das von ganz alleine. Die Cladophora haben dann alles aus dem Wasser rausgetankt, was sie zum Wasser, nicht zum Wasser, zum Wachsen benötigt haben, wo es ihnen mal richtig gut ging. Und wenn du dann alles rausholst, wir haben es damals schon gemacht, dann ist das vorbei fast. Ne? Da hast du noch einen kleinen grünen Teppich irgendwo, ein bisschen was rumfliegen, hier vorne übrigens auch. Ich weiß nicht, ob man das so ersehen kann schon mal. Ich lutsche mal rüber hier. Ja, kannst du hier so ein bisschen, ganz bisschen. Aber wie gesagt, das reguliert sich von ganz alleine. Da braucht man gar keine Angst haben. So, das nächste, was wir jetzt machen werden hier bei der Neueinrichtung im laufenden System. Wir haben hier Lavagranulat drin. Wir haben gemeinsam den ersten Teil nicht gesehen. Das kannst du dir gerne nochmal angucken oder überhaupt mal angucken. Wir haben hier Lavagranulat unten drin und haben dann Sand gesäubert, gereinigt, tatsächlich auch desinfiziert vorher und haben das einfach hier rein geschüttet im laufenden Betrieb. Das hat wunderbar funktioniert und werden heute auch noch mal ein bisschen nachlegen. Und das Lava, was jetzt hier oben aufsteht am Rande, das werde ich auch ein bisschen entfernen. Nicht komplett, es darf ruhig hier und da ein bisschen was liegen, aber es sollte nicht von unten nach ganz oben wieder kommen. Und von daher mache ich das gleich mal. Um die Steine rauszuholen, nehme ich mir solch eine Pinzette. Und die hat unten einen schönen breiten Löffel. Und damit kriegt man die natürlich wesentlich besser raus. Keine Bange, du musst jetzt nicht die ganze Zeit, aber ich muss ein bisschen aufpassen hier, die ganze Zeit dabei sein. Aber ich zeige dir mal, wie ich das jetzt mache. Das ist nämlich total easy. Muss natürlich klar ein bisschen Geduld antun, wie bei allen anderen Sachen auch. Aber das macht man ja gerade auch in der Aquaristik sehr gerne, weil es auch Spaß macht, einzurichten oder etwas neu zu gestalten oder umzugestalten. Und von daher kurz mal demonstrativ gezeigt. Gehst du mal bitte an die Seite, dass ich jetzt halt die großen Brocken hier im Vordergrund raushole. Dann sieht das optisch gleich noch mal ein kleines bisschen besser aus. Ansonsten braucht man das gar nicht machen. Alles eine tolle Sache, das macht also wirklich viel Spaß. Bis hierhin würde ich sagen, sieht ja schon mal ganz okay aus. Hat jetzt gut 5 Minuten gedauert. Wie gesagt, da muss man sich Ruhe antun. Wer sich noch daran erinnert, wir hatten ja hier am Rand, ich ziehe mal ein bisschen weg, vielleicht kann man es besser erkennen, extra das Lavagranulat noch mal aufgefüllt. Weil ich dachte, das würde dann cool aussehen. War jetzt nicht der Fall. Ist aber nicht so schlimm, weil wir sind ja noch nicht fertig hier. Das Laub übrigens habe ich jetzt auch an die Seite gelegt. Das kommt nachher wieder rein. Wer die Wahl hat, hat die Qual. Also ich bin ganz ehrlich, ich stelle schon seit 20 Minuten die Steine hin und her und immer wieder anders. Versuche da irgendwie so ein bisschen Struktur reinzubringen. Was mir jetzt auf jeden Fall schon mal aufgefallen ist, so eine glatte Wand, das passt irgendwie gar nicht. Ne? Da werden wir auf jeden Fall irgendwo so ein bisschen Unterbrechung reinbringen, dass das nicht wie eine Mauer aussieht. Das heißt, wir fangen jetzt einfach mal an, würde ich sagen. Das ist gar nicht so einfach. Ich muss jetzt einmal gucken, dass ich die Farben und Belichtung alles hinkriege hier, weil entweder war es gelbstichig oder... egal, komm, wir fangen jetzt einfach an, würde ich sagen. Ja, jetzt kann ich leider nicht ins Display gucken, also muss ich mit der Hand einfach mal davor greifen. Dann nehmen wir unseren ersten Stein. So, da geht man an die Seite ein bisschen. Ich lasse im Hintergrund ein bisschen Platz mit dem Gedanken, jetzt sieht man auch sehr schön, wie hier schon Patina drauf ist, ne? Mit dem Gedanken, dass wir vielleicht noch entweder etwas auffüllen dahinter, aber da muss ich erst Watte für haben, wäre ich glaube nicht da. Also Filterwatte in dem Sinne. Aber ist nicht so schlimm. Wir gucken erstmal, dass wir die Steine... Holla die Waldfee. Okay, dass wir die Steine nicht durch die Gegend schmeißen. Kann man da jetzt überhaupt irgendwas sehen? So ein bisschen, ja doch, ne? Guck mal. Ja gut, jetzt hinter der Pflanze natürlich wahrscheinlich nicht so. Ich werde den jetzt einfach mal dahinter positionieren, ein bisschen hin und her wackeln. Ganz wichtig, dass wir uns hier nicht die Garnelen da drunter packen. Was jetzt allerdings nicht so schön ist, ist hier dieser Zwischenraum. Das gefällt mir jetzt nicht so. Ich drehe den mal ein bisschen mehr so und gehe dann mal, ja guck mal. So, ne? Bisschen drehen und schon passt das wieder, ne?
Jetzt haben wir als hier noch eine große Lücke. Wobei, strukturmäßig könnte das ja auch interessant sein. Ne? Ja gut, ich weiß, ich bin kein Profi hier bei der ganzen Sache, aber ich habe schon auch Geschmack und eine Vorstellung von bestimmten Sachen. Von daher, aber mal gucken, ob wir das hier gemeinsam hinbekommen. So, geht mal an die Seite, bitte. Ja, gucke mal, der passt ja auch wunderbar hier hin. Gucke mal, da hat man sich so viel Gedanken gemacht. Na gut, die Steine passen jetzt schon beieinander. Aber ich muss sagen, das sieht schon mal okay aus. Also ich glaube, da braucht man gar nicht viel mehr unbedingt machen. Aber wie gesagt, da hinten die Lücke, die gefällt mir irgendwie nicht. Pass mal auf, wir könnten ja auch im Vordergrund etwas stellen, dass man die Lücke nicht unbedingt sieht. Pass mal auf, wie drehen wir den? Am besten so, dass die Schräge nach vorne zeigt, würde ich sagen. Ich glaube ein bisschen mehr nach links vielleicht. Nee, dann sieht man das Loch wieder. Ein bisschen anschrägend zu an. Nee, dann stehen die parallel. Warte mal, zu der Seite würde ich sagen. So. Ja, okay. Das sieht schon mal okay aus, tatsächlich. Ja, gucke mal, ne? Macht man sich so viel Gedanken. Und 1, 2, 3 ist es doch gar nicht so schwierig. So, den Vordergrund, den müssen wir jetzt so, ich sag's mal, frei behalten. Aber trotz alledem so ein bisschen abgestuft, würde ich sagen. Ne? Wie gesagt, wir müssen mal gucken, dass wir so ein bisschen was unterbrechen. Am besten gehen wir den mal hier, ne, nicht wieder anschließend, also nicht hier, schmeißen wir einfach mal hin. Einfach mal hinschmeißen und ein bisschen reindrücken, dass er nicht so hoch steht. Ich glaube, das ist schon mal okay. Ja, siehst du wohl, macht doch mehr Spaß, als ich gedacht habe. Ja, sorry, wenn das jetzt ein bisschen länger wird hier, aber es ist nun mal, ne, jeder Aquascaper steht vor der gleichen Herausforderung und wird jedes Mal wieder mal überlegen, ne, wie man was wie wohin positioniert. Also auch wenn du schon Profi bist in dem Bereich, ganz klarer Fall. Ich würde aber trotzdem gerne noch eine Unterbrechung haben in dem Bereich hier. Du kannst jetzt nicht so sehen. Hier in dem Bereich, in dem Vordergrund. Das im Vordergrund entweder was Höheres. Ich überlege mal kurz. Finally, wir haben jetzt hier eine Säule noch und da hinten nochmal so ein Stück Felsen, der ein bisschen abtrünnig ist. Und das Schöne ist, durch Zufall hat sich das jetzt ergeben, wir haben eine Gruppe 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3. Das ist schon mal ganz schön, dass das von der Optik her dann so passt. Ich würde da jetzt auch nicht wirklich viel mehr beitun, würde ich sagen. Man kann ja noch mal ein bisschen überlegen, aber insgesamt, auch gerade den vorderen Bereich, den lassen wir offen hier. Jetzt mal eben das Handtuch nehmen. Und dann haben wir so eine Freifläche auch. Und die Tiere haben ausreichend Versteckmöglichkeiten, auch dementsprechend hinter den Steinen, also hinter den Felsen. Wir müssen aber schon gucken, dass wir hier Naturbereiche behalten, wo halt hier Ährenzapfen, Ährenäste auch rein dürfen können. Genauso wie Eichenlaub und so. Das sollte natürlich nicht hier zwischen rumschwimmen. Aber das kann man auch hinter den Filter stecken oder so. Also da gibt es schon Möglichkeiten. Oder hinter den Felsen tatsächlich auch positionieren, dass man die Freifläche hier vorne so ein bisschen hat. Ich werde allerdings noch ein kleines bisschen Sand auffüllen. Das Licht habe ich jetzt mal anders positioniert, den vorderen Bereich. Ich packe es mal eben nach hinten, dass man dann mal so den Unterschied sehen kann, wie das von der Optik her dann wirkt. Ne? So sieht es richtig cool aus. So ist ein bisschen zu hell, würde ich sagen. Aber okay, wenn die Steine später dunkler werden, dann ist das in Ordnung. Aber wie gesagt, ich werde noch ein bisschen Sand hier mit einbringen. Wie gesagt, auch den haben wir gecleant. Das ist bei uns Sandkastensand. Ne? Den habe ich dann einige Male gewaschen mit Leitungswasser. Dann dementsprechend Wasserstoffperoxid dazu gegeben und habe das einfach 3-4 Tage stehen lassen und habe das Ganze nochmal wiederholt mit dem Wasserstoffperoxid, nachdem keine Reaktion mehr da war. Muss ich, ja gut, die Ähren kann ich ja gleich wieder hochholen. So, geht ihr mal bitte an die Seite. Und anschließend, nachdem das dann ja soweit fertig war, habe ich es dann nochmal gesäubert mit reinem Wasser und habe es jetzt einfach stehen lassen ein paar Tage und jetzt können wir das wunderbar verwenden, wie du siehst. Also man kann es schütten, das ist natürlich das Schönste an der ganzen Sache. Die Steinchen hier vom Lavagranulat, die werden immer wieder mal hochkommen, das ist ganz klarer Fall. Aber das ist nicht so schlimm, ich glaube, das gibt auch so ein bisschen ja eine andere Struktur in dem Sinne, also nicht zu viel da hinten hin. Einmal kurz drehen, dann gehen wir hier nochmal hin. Hier noch. Oh, das macht schon Spaß, ne? Guck mal, das ist glasklar. Also wirklich, und das rieselt so herrlich. Oh, nicht so viel auf einmal. Da kann ich nachher noch mal ein bisschen ändern. Ja, also das macht richtig Spaß, muss ich sagen. Wenn die Tiere auch gleich füttern, dass wir es noch mal richtig sehen können. Halt, langsam, langsam, nicht so viel auf einmal. Da hinten in die Ecke könnte noch so ein bisschen, sehe ich gerade hier. Oh, das ist schon mit dem Sand eine tolle Sache, ne? Richtig klasse. So, das sollte erstmal ausreichen, würde ich sagen. Wenn nicht, kann ich nachher noch ein bisschen was verändern. Und die, guck mal, den Tieren macht das überhaupt nichts, ne? Die interessiert das gar nicht, du. Ja, das soll erstmal reichen, würde ich sagen. So.
Ready. Ja, ich muss sagen, das gefällt mir richtig gut. Jetzt kann man auch da hinten diesen Zwischenraum nicht mehr unbedingt so erkennen. Ich habe den Felsen nochmal ein kleines Stück nach vorne gezogen. Ich gehe mal eben auf die andere Seite. Ist vielleicht ein kleines bisschen überlichtet, aber das stellt sich ein. Ja, das ist okay. Ja, ich würde sagen, wenn, wie gesagt, die Patina dann dran ist hier an den Steinen, dann wird das wohl richtig cool aussehen. Auf jeden Fall. Auch die Mauer wirkt jetzt nicht zu mächtig da hinten. Das sieht okay aus. Sieht aus wie eine kleine Palme hier, ne? Tolle Sache. Richtig krass cool. Auch hier dieser, ja, die Stele im Prinzip hier einzustehend im Vordergrund. Die nimmt dann so ein bisschen Raum weg in dem Sinne. Also Blick, tiefen Blick in dem Sinne. Ne? Das sieht dann da hinten alles kleiner aus hier, wenn du hier vorne etwas Größeres stehen hast. Von der Optik her, muss ich sagen, gefällt mir das jetzt richtig gut. Und den Garnelen, wie man sieht, gefällt das auch hier an den Steinen. Ja, wie habe ich die sauber gemacht? Ich habe sie eingelegt in pH-. Einige Tage tatsächlich, und ich habe das auch wiederholt zweimal und anschließend, allerdings habe ich ihn nicht in puren pH- gelegt, sondern ja, dementsprechend eine gewisse Menge dabei gegeben. Frage mich jetzt aber nicht, wie viel, das muss man so ein bisschen ausprobieren, das kriegt man mit der Zeit dann schon raus. Es muss auf jeden Fall blubbern, ne, damit der Kalk sich löst und die Strukturen richtig zur Geltung kommen und der Quarz halt auch ein bisschen freigelegt wird dann. Aber das war eine coole Sache, und anschließend habe ich sie dann in reines Wasser gelegt, nochmal vorher mit der Bürste gesäubert, und das Ganze habe ich auch zweimal wiederholt. Ich habe sie 3 Tage drin liegen lassen, wie gesagt, das Ganze nochmal gemacht, dann klar mit reinem Wasser, Osmosewasser bei uns, und dementsprechend sind sie jetzt wunderschön gecleant. Ja, also der Stein hat schon richtig klasse was. Kommen wir mal kurz zum Erlenwasser, denn das wird in nächster Zeit auf jeden Fall sehr spannend werden. Ich habe hier Wasser drin. Ich weiß nicht genau, ich muss sie mal nachmessen. Ich schätze 1 Liter ungefähr. Und da habe ich 6 Milliliter von dem Wasserstoffperoxid von einem 6%igen dazugegeben. Das steht seit gestern hier drin. Und solange eine Reaktion da ist, also stattfindet, verwenden wir es nicht, sondern warten einfach drauf, bis sich so ein bisschen Biofilm entwickelt und die Reaktion vom Wasserstoffperoxid vorbei ist. Es ist ein Experiment, aber bis dato bin ich da sehr zufrieden mit, muss ich sagen. Denn dort hinten, na gut, sieht das gerade ein bisschen chaotisch aus nach dem Arbeiten. Aber hier hat das tatsächlich schon was gebracht. Was, wieso, weshalb, warum, werden wir auf jeden Fall dann erfahren, ja, wenn ich mit dem Test komplett durch bin. Den Tieren schadet es nicht. Das ist schon mal eine coole Sache. Aber wie gesagt, macht ihr da noch nichts. Wartet einfach noch ein bisschen, bis ich euch sage, wie die Fakten tatsächlich aussehen. Hier habe ich übrigens auch ein bisschen umgestaltet, wie du sehen kannst. Die Steine sind weiter nach hinten gewandert, dass wir hier vorne doch, ja, eine Freifläche auch haben, um die Tiere besser beobachten zu können. Und es sind, glaube ich, 3 Steine verschwunden, weil das wird mir jetzt zu viel. Aber auch hier sind wir noch nicht fertig. In dem Becken geht es erstmal darum, allgemein Lavagranulat, Lavasteine, die Biologie, wie man damit arbeitet und wie man den pH-Wert runterkriegt, passend runterkriegt, auch auf Dauer dann dementsprechend. Und darum geht es jetzt erstmal. Ne? Alles andere, Pflanzen und so, kommt später definitiv noch. Aber wie gesagt, eins nach dem anderen. Nicht zu viel auf einmal. Das Projekt muss noch ein bisschen laufen, bis wir hier tatsächlich weitermachen können. Diese Steine, insbesondere Kalk enthalten, sind natürlich nichts für Caridina, ganz klarer Fall. Aber für Neocaridina ist es eine tolle Alternative, muss ich sagen. Insbesondere, weil ich die Steine finden kann. Das ist eine coole Sache, weil sonst müsste ich zig 100 Kilometer fahren, um mir Steine zu kaufen. Also das ist toll, dass wir in der Natur hier tatsächlich auch etwas dementsprechend finden können. Aber das ist ein Haufen, der aufgeschüttet wurde. Ne? Nicht, dass einer denkt, ich nehme Spaten und wühle da den ganzen Wald um. Nee, das ist so ein, ja, ein Abraum im Prinzip. Aber tolle Sache, dass das so ist. So, die pH-Werte haben sich verändert in dem Sinne, nachdem wir das neu eingerichtet haben im letzten Teil. Das ist jetzt ungefähr 2 Wochen her. Da lagen wir tatsächlich mit pH-Wert bei 8,3 schon. Ist aber nicht tragisch bei den Neocaridinern. Mikrosiemen ist 330. Ich habe dann nochmal Erlenzapfen dazugegeben, auch Erlenäste und tatsächlich auch von dem Stützten. Nee, habe ich nicht dazugegeben. Okay, dann eben nicht, weil ich schreibe mir alles auf, was ich so mache. Kann aber auch sein, dass ich mal was vergesse. Auf jeden Fall liegen wir jetzt Pi mal Daumen bei 7,4 im pH-Bereich und Mikrosiemens ungefähr 340. Also das ist soweit schon mal okay, aber die Werte werden sich jetzt wieder verändern. Werde ich dokumentieren und euch dann mitnehmen, wenn es denn soweit ist, was sich hier so zeigt. Aber schön zu sehen, dass den Tieren das soweit schon mal ganz gut gefällt, muss ich sagen. Also da bin ich richtig begeistert von. Total klasse. Ja, okay. Wir kommen mal ganz kurz zu unserem Lavabecken, weil das doch mit das Interessanteste überhaupt ist. Ich mache den mal eben an, hier, dass wir den pH-Wert checken können. Der sieht nämlich richtig gut aus, muss ich sagen.
Ne? 6,2. Das ist schon klasse, muss ich sagen. Dafür tagsüber, das, wir haben jetzt, glaube ich, schon 4 Uhr oder 5 Uhr mittlerweile. Wir haben gestern tatsächlich 10 Liter Wasser gewechselt und vor dem Erlenwasser 0,5 Liter dazugegeben, tröpfchenweise allerdings, da sollte man nicht schlagartig reinkippen, denn der pH-Wert, der geht dann rapide tatsächlich runter. Ja, das hatten wir schon mal gemacht und zwar hier, das war am 21.12. und gestern war der 31. Okay, der 31.12. Kurz mal unsere Neocaridina gezeigt. Das sind jetzt zwei Farbschläge, kannst du sagen. Einmal die Blue Dream und die Choco Sakura. Ja, die Blue Dream vermehren sich jetzt nicht so. Also Choco Sakura setzen sich schon durch. Aber insgesamt ist der Stamm stabil in dem Sinne. Also es sind hier keine schlammfarbenen oder hellen Tiere in dem Sinne. Das ist schon mal ganz schön so, dass ich da auch Glück gehabt habe, ja, mehr oder weniger festen Stamm zu bekommen. Manchmal sind dunklere Blaue drin, manchmal hellere Blaue. Auch das Braun variiert bis zum Schwarz tatsächlich. Das ist ganz unterschiedlich, dass wir mal gesehen haben, ja, dass hier auch Tiere mehr drin sind in dem Sinne. Deswegen habe ich es jetzt gerade mal gefüttert, damit wir dort mal einen kleinen Einblick bekommen. Wir kommen gleich nochmal ganz kurz zur Zucchini, denn da gibt es etwas sehr Interessantes, womit ich nicht gerechnet habe. Aber dafür probieren wir das ja alles aus hier, um zu sehen, was wie tatsächlich gegeben ist oder funktioniert. Wir sind jetzt bei unseren Caridina Galaxy Pinto Red. Tolle Tiere, muss ich sagen. Richtig klasse. So, und dann kommen wir jetzt nämlich zu der Zucchini. Ja, ich hatte ja einen Film gemacht, wie man die Zucchini aufbereitet, trocknet und dann ja im Prinzip zur Verwendung hat, in dem Sinne, um die Tiere damit zu füttern. Das Ganze hat allerdings nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Hier liegt jetzt ein Stück Zucchini, das liegt schon 4 Tage drin. Es ist so gegeben, dass wenn die getrocknet sind, die habe ich übrigens, nachdem ich das erste Mal erlebt habe, also ich habe erst trocken reingeschmissen, ne, da tat sich nicht wirklich viel, haben sie nicht viel von gefressen. Dann habe ich sie heiß überbrüht beim nächsten Mal, habe sie auch drin liegen lassen im Wasser eine ganze Zeit dann, bis abgekühlt waren und dann reingeschmissen. Das ist jetzt das Stück hier, das liegt schon 4 Tage drin. Also da gehen die zwar dran, aber die können da nicht viel von abkriegen, in dem Sinne, also abbekommen zum Essen. Das ist mal sehr interessant so mitzunehmen. Das heißt für mich im Klartext, das Beste bei den Zucchini ist, wenn man sie wirklich füttern will damit, dass sie auch satt werden, dann frisch, denn da stürzen sie sich drüber her und können das tatsächlich auch abpflücken alles und ratzfatz sind die Zucchini-Stücke verschwunden. Gegebenenfalls müssen wir einen neuen Test machen und zwar Zucchini nach der Zerkleinerung im Prinzip einfrieren, um mal zu gucken, ob das dann besser klappt. Denn mit den Erbsen klappt das auf jeden Fall tiefgefroren. Natürlich sollte man sie vorher auftauen, klar, da hinten siehst du auch übrigens dann eine kleine Kugel rechts liegen. Das ist jetzt die leere Hülle davon, die fressen sie sehr gerne. Genauso wie Spinat, den haben wir ja frisch, also junge Blätter. Und da gibt es noch was ganz Tolles, was sich auch durch Zufall ergeben hat. Und zwar habe ich die Blätter, ich muss mal eben gucken, hier oben habe ich irgendwo eine Stange liegen, jawohl. Ich nehme die Blätter und sups, und wickel die hier ja so drauf. Das sind ganz junge Blätter, kleine, also dieses ist dann höchstens 2-3 cm lang, das Stück hier. Und ja, dann hänge ich die oder stecke die ins Aquarium, dass sie die davon abfressen können, damit ich die Tiere beobachten kann. Es hat sich aber gezeigt, dass man das am Stock trocknen lassen kann und getrocknet dann hereinhängen mit dem Stock und da fressen die auch von. Und das machen die also wirklich sehr gerne. Also das mit dem jungen Spinat, Bio, ganz klarer Fall, oder aus dem eigenen Garten dementsprechend, das ist eine tolle Sache, genauso wie Erbsen auch. Junge Erbsen natürlich auch Bio-Qualität, logischerweise, tiefgefroren, auftauen und dann kannst du die, ja, ich habe sie auch auf den Stock tatsächlich gepiekst so ein bisschen, wenn man ein bisschen aufpassen muss, sonst fallen sie gleich wieder ab, weil die, wenn die Haut komplett durch ist, dann ja, gehen die halt ab davon. Aber ist nicht so schlimm, auf jeden Fall fressen sie die Erbsen dementsprechend auch sehr gerne, muss ich sagen. Also das ist eine tolle Sache. Aber wie gesagt, bei den Zucchini, da müssen aber noch mal gucken, wie gesagt, frisch, tolle Sache. Jetzt sehen wir auch hier so ein klein bisschen gelbstichig das Becken. Hier sind unsere F2, ja, die F2-Generation und die Red Fancy Tiger noch ein paar mit drin. Hier sind wir ja dabei, den pH-Wert runterzubringen im Lavagranulat mit dem Lavastein und das funktioniert schon mal ganz gut. Aber ich gucke trotzdem mal kurz, dass ich eine andere Einstellung hinbekomme, denn ich habe gerade das Ganze auch bewölkt stehen und dann ist er sowieso gelbstichig. So ist es dann doch besser. Ich habe jetzt auf Sonne gestellt, wenn ich den Zettel hier wegnehme. Das leuchtet nämlich auch grün dadurch. Also ganz tolle Tiere dabei, muss ich sagen, von der F2-Generation. Also das sind Kreuzungen oder Durchkreuzungen entstanden. Und wie gesagt, ein paar sind noch von den Red Fancy Tiger da drin mit. Du siehst auch jetzt eine tatsächlich. Und zwar da.
Das ist ein Red Fancy Tiger. Sieht man auch, das Rot ist wesentlich kräftiger, auch das Weiß ist wesentlich kräftiger. Das da hinten ist auch eine Red Fancy Tiger, aber das ist schon die nächste Generation von denen hier. Da, die muss ich nochmal rausfangen, die kommen nämlich woanders eigentlich hin. Habe ich wohl vergessen irgendwie die, oder nicht gesehen. Ja, manchmal verstecken die sich. Und durch den Umbau, den ich jetzt gemacht habe, kommen die dann alle eher zum Vorschein jetzt tatsächlich. Das Interessante wird jetzt bei der F2, also insgesamt bei den ganzen hier, abgesehen von den Red Fancy Tiger, die muss ich rausfangen demnächst, wie die F3 sich zeigen wird. Na, es sind schon ein paar kleine Tiere drin, jetzt habe ich sie gerade nicht im Blick. Aber da bin ich mal gespannt drauf, wie die sich dann zeigen werden. Auf jeden Fall wird das spannend. Ich gucke gerade mal, ob ich einen sehe, irgendwo auf dem Klo, nein, hier im Aquarium, aber ich sehe gerade keinen. Aber ist ja auch noch Zeit, wenn es dann hier losgeht, werden wir sehen, wie dann die F3 sich dementsprechend entwickeln wird. Aber ist schon schön zu sehen, dass den Tieren also nach wie vor richtig gut geht hier drin. Tolle Sache, muss ich sagen, es macht also richtig viel Freude. Ja, auch die Lava, wie man sieht, setzt jetzt langsam eine Patina an. Also das sieht auch total klasse aus, muss ich sagen. Ja, okay, das kurz hierzu. Wie gesagt, das ist ein Experimentierbecken. Klar, im Sinne der Tiere, logischerweise. Ne? Also hier nichts machen, wo du schon von ausgehen kannst, dass vielleicht was passieren könnte. Aber hier regulieren wir den pH-Wert tatsächlich jetzt nicht mehr mit Zoll. Ach so, übrigens, genau. Der Zoll ist hier verschwunden. Der lag hier hinten hinter mit Säckchen. Und das hat zwar funktioniert, aber nicht auf Dauer. Nur so 2,5 Monate, 3 Monate maximal. Und dann ging der pH-Wert wieder hoch. Und da wir das jetzt anders handhaben mit dem Erlenwasser, halt Erlenäste, Erlenzapfen und was sonst noch dran ist an der Erle von Blütentrieb mit Knospe und hast du nicht gesehen, das kommt also alles hier rein. Und dementsprechend, wenn es aufbereitet ist, aufbereitet. Jetzt kommen wir nämlich zu einem ganz wichtigen Fakt. Ich muss mal kurz eine andere Position einnehmen. Eins habe ich jetzt vergessen bei dem Becken, wer die Serie verfolgt, wird sich jetzt vielleicht wundern, die Algen gehen zurück hier. Also da ist nicht mehr, hier vorne ist noch so ein Bereich, ein kleiner, hier da, ne? Also die gehen zurück. Und interessanterweise, die Garnelen fressen die jetzt auch. Warum fressen sie die? Weil sie nicht mehr wuchsfreudig sind, das heißt, die gehen kaputt. Ja, und dementsprechend werden die dann auch von den Garnelen gefressen, abgeweidet im Prinzip. Wenn diese Algen frisch und knackig sind, gehen sie zwar auch dran, kriegen aber nichts ab. Also die wachsen dann einfach fröhlich munter weiter. Aber wenn die Algen tatsächlich dahin gehen, wie es jetzt gegeben ist, dann fressen sie die auch. Dass wir das nochmal kurz so mitnehmen. Wir wissen ja, es verändert sich im Laufe der Zeit alles. Von der Einfachphase dann dementsprechend bis dann hierhin in dem Sinne. Ach, guck mal, da ist auch noch ein Red Fancy Tiger da vorne. Oh, jawohl, ein bisschen viel weiß, aber okay. Ja, dass wir das nochmal mitnehmen, wie das jetzt hier algentechnisch aussieht. Fadenalgen haben wir zwar noch, aber die kann ich ganz einfach entfernen, mit einem Stöckchen ein bisschen drum wickeln, dann ist soweit gut. Ja, okay, was wollten wir jetzt gemacht haben? Hier sind übrigens die Red Fancy Tiger drin, die ich rausgefangen habe unten aus dem Lavabecken damals, als sie noch klein waren. Ich halte mal mit dicken Finger hier hin, dass er mal scharf stellt. Hallo? Jawohl. Gucken, ob wir das jetzt so hinbekommen. Wo ist er denn da? Guck mal. Da ist eine Hydra. Ja, es sind wieder welche da. Hier ist es nicht so tragisch, denn hier sind tatsächlich noch Jodaschnecken drin. Ich glaube, 2. Da brauche ich keine Bange haben. Die werden schon Herr der Dinge hier. Das ist also nicht so tragisch. Aber das mal kurz mitgenommen, dass sie wieder da sind. Ja, wo kommen sie denn her? Das ist jetzt in dem Aquarium. Mal gerade gucken, da ist nichts drin, soweit ich sehen kann. Nein, hatte ich auch schon ein paar Mal gecheckt, da ist nichts. Das Wasser wird übrigens langsam klarer. Ja, so langsam, ne? So, wo war das denn noch? Ach, unten bei dem Becken, pass mal auf. Ja, das ist richtig grün, ne? Oh, das kann man jetzt schlecht sehen. Ne, das kann man schlecht sehen. Aber hier sind auch Hydra drin. Allerdings sind hier auch Jodaschnecken drin, die sich jetzt natürlich verstecken. Nicht unbedingt, sondern die wandern irgendwo rum. Vielleicht kann man es von hier hinten so ein bisschen... Ne, kann man nicht. Hier hängen so ein paar Hydras. Ne, das kann man so nicht sehen, ne? Ne, aber wie gesagt, hier sind auch Jodaschnecken drin. Von daher habe ich da jetzt nicht die große Bammel. Vor allem sind hier noch keine... Nein, Kugelschreiber liegt da nicht drin. Sind hier noch keine Garnelen drin. Von daher nicht so schlimm. Hier in dem Becken ist noch nichts ersichtlich in dem Sinne, nein. Aber woher kommen sie denn jetzt? Sie waren ja weg gewesen. Da können die einfach so wiederkommen? Nein, ich habe nicht nur eine Vermutung, sondern ich bin mir ziemlich sicher, woran es liegt. Und da kommen wir gleich nochmal ganz kurz zu. Auch hier sehen wir noch eine Erbsenhülle, eine leere. Die werden sie auch mit der Zeit wegfressen. Das dauert halt ein bisschen. Aber ist schon schön, dass man sie also auch eine Zeit lang vegetarisch ernähren kann. Ich habe heute jetzt wieder etwas mehr Proteinfutter. Da werde ich übrigens demnächst Neues verwenden. Das habe ich mir schon mal vorgenommen, um euch dann da auch mitzunehmen. Aber wie gesagt, man kann sie vegetarisch tatsächlich auch ernähren in dem Sinne. Aber nicht nur. Es sind Karnivoren, die brauchen in dem Sinne, ja, Proteine, Eiweiß,
von Tieren auch dementsprechend. Das sollte man schon wissen. Also du kannst dich nicht vegetarisch ernähren, nur das geht nicht. So, geh du mal kurz an die Seite. Sag mal kurz hier nochmal reingucken. Das sieht nämlich auch total klasse aus. Hier ist einer von den Wilden. Wildfängen wollte ich gerade sagen. Nein, der ist nicht wild gefangen, sondern ist durch eine Kreuzung entstanden. Jetzt ist er unterm Blatt, okay. Aber irgendwo sind da noch mehr drin. Hier, glaube ich, vier Stück, glaube ich, insgesamt. Ja, vermehrungstechnisch ist momentan nichts im Gange. Ich habe es schon mit wärmerem Wasser versucht, dann jetzt auch mit längerer Lichtzeit wieder. Aber da tut sich nicht wirklich was. Müssen wir abwarten, würde ich sagen. Ein kurzes Update. Ich werde euch nicht alles zeigen, weil es ist mittlerweile doch schon sehr viel von unserem neuen Aquarium, von dem Leon, und zwar das Weißglas-Aquarium, wo wir auch hier Lavagranulat drin haben und dann jetzt auch ein paar Lavasteine aus dem Becken, was ich vorhin gezeigt hatte. pH-technisch sieht das hier schon mal ganz gut aus, habe ich gerade nicht im Kopf, ist auf jeden Fall schon ein ganzes Stück unter 7. Also auch das hat funktioniert und wir sehen hier auch die Erlenäste, die dickeren oder einer davon ist abgetaucht mittlerweile. Da oben schwimmen noch zwei, auch Biofilm kann man jetzt sehr gut erkennen. Also das Becken läuft tatsächlich schon richtig gut, muss ich sagen. Die Wasserwerte passen. Also ich werde die Tage nochmal checken, wenn wir dann ein neues Update machen oder neues Update von den Aquarien hier insgesamt machen. Dann nehmen wir das komplett mit rein und dann werde ich euch erzählen, wie es hiermit dann weitergeht. Nach wie vor warte ich noch ab, weil ja, Zeit ist manchmal der beste Faktor. Also sich Zeit lassen, ne? Das ist ganz wichtig. Bevor man hier irgendwas reinpackt, abwarten würde ich sagen. Okay. Neben diesem großen grünen Becken steht ja noch eins, was wir einfahren gemeinsam auf einer ganz anderen Art und Weise. Und auch das funktioniert, definitiv. Wir sehen, hier ist kein Bodengrund drin. Das Moos, was ich reingelegt habe, wächst wunderbar. Ich habe hier von der Alternatera Reinecki Mini, habe ich schon mal was reingeschmissen. Die muss ich noch einpflanzen, die kommen dann in Töpfchen oder so, aber die sind für ein anderes Aquarium. Und auch hier sehen wir Erlenzapfen-Äste. Das sind auch Produkte aus dem Erlenwasser. Also ne, Wasser, reines Wasser mit H2O2 angereichert und dann halt so lange drin gelassen, bis die Reaktion vorbei ist und dann hier mit reingelegt. Und das hat sich auf jeden Fall schon mal ja, so gezeigt, dass es wunderbar funktioniert. Wir haben jetzt nämlich ein pH-Wert von 5,8 heute Mittag gehabt. Also das sieht schon mal richtig gut aus, muss ich sagen. Bei 223 Mikrosiemens im Moment. Also das läuft schon mal richtig gut tatsächlich. Das ist schon klasse, dass wir also auch hier ohne Bodengrund arbeiten können. Man mag es nicht glauben, es ist aber tatsächlich so gegeben. Das ist schon mal richtig krass cool. Lol. Mittlerweile muss ich sagen, sind die einzelnen Becken jedes für sich, wie ja damals schon gesagt, eine Biologie auch für sich tatsächlich alleine. Und jedes Becken gibt was anderes her, aber wir sind auf gutem Wege mit den kleinen Experimenten, die wir machen, um mal zu gucken, was man machen kann, wenn man jetzt nicht nach Lehrbuch geht oder nach dem geht, was einem gesagt wird oder geschrieben ist, sondern einfach mal die eigenen Ideen einspielen lassen. Natürlich muss ein bisschen Erfahrung haben, das ist ganz klarer Fall. Ne? Einfach nie so just for fun, einfach mal Experiment machen, auf keinen Fall. Aber ist okay. So, das soll reichen für heute. War doch einiges, muss ich sagen. Aber ja, ich könnte noch viel mehr erzählen, was soll ich sagen. Es ist halt so, ne? Es gibt ganz, ganz, ganz viel zu berichten. Aber ich möchte das auch nicht zu lang machen. Vielleicht sollte man tatsächlich jedes Becken für sich jedes Mal nehmen. Aber es gibt immer wieder mal so ein paar Kleinigkeiten, die ich mit reinspiele, die dann auch schon ganz wichtig für mich jetzt sind. Und von daher, ja, erzähle ich dann schon was dazu. Das ist ein ganz klarer Fall, damit wir das dann mitnehmen können. Aber ich muss sagen, das Neocaridina-Becken jetzt, das gefällt mir richtig gut, auch wenn ich es lichttechnisch jetzt nicht ganz so hinbekomme. Aber insgesamt, ja, bin ich sehr zufrieden damit, muss ich sagen, dass das doch tatsächlich so funktioniert hat. Und auch hier werde ich die Wasserwerte immer wieder mal checken und bei gegebener Zeit euch dann erzählen, wie wir da weiter vorgehen werden. Okay.